diskutiert und setzen jetzt von vorne in der Agenda fort. Das wäre als nächster Punkt der 6.6, Wohnungslosigkeit auch zukünftig bekämpfen. Einreicher ist hier die SPD-Fraktion. Und Herr Dres, bitte schön zur Einbringung. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, auch im Livestream, lassen Sie mich, bevor ich zum Antrag selber was sage, noch mal vorausschicken, dass ich persönlich davon überzeugt bin, dass Dresden ein wirklich gutes Hilfesystem für wohnungslose Menschen hat. Wir haben Übergangswohnheime in dieser Stadt, die ein Unterbringungsangebot machen für alle Menschen, die über keine eigene Wohnung verfügen. Wir haben in dieser Stadt soziale Betreuung und diese soziale Betreuung vermittelt jeden Tag Menschen wieder in eigenen Wohnraum, die vorher keine eigene Wohnung hatten. Wir haben Beratungsstellen, die eine gute Arbeit machen, die als Anlaufstelle da sind für Hilfesuchende, die keine Wohnung haben. Und wir haben auch ein sehr umfangreiches Präventionskonzept, um Wohnungslosigkeit schon zu verhindern, bevor sie überhaupt entsteht. Nichtsdestotrotz müssen wir alle miteinander feststellen, und ich glaube, wenn man aufmerksam durch die Stadt geht und sich das Straßenbild anschaut, dass weiterhin auch in Dresden Menschen auf der Straße leben. Und ich glaube, diese Situation sollten wir nicht tolerieren, wir sollten sie auch nicht ignorieren, sondern wir sollten uns kontinuierlich diesem Problem und dieser Situation annehmen und dort weiter dran arbeiten, um die Zahl der Menschen ohne Wohnung in Dresden weiter zu senken. Ich glaube, ein Ansatz, den es in vielen anderen Städten auch gibt, um Wohnungslosigkeit zu verringern, ist in Dresden noch unterbelichtet. Und das ist tatsächlich das mobile Streetwork mit dem Fokus Wohnungslosigkeit. Da hatten wir in den vergangenen 4 Jahren genau ein Angebot in der Stadt mit 2 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, haben im Moment gerade eben, weil die europäische Förderung für dieses Projekt ausgelaufen ist, keins, aber das Sozialamt ist zum Glück schon in der Diskussion mit einem Träger, um dieses Angebot wieder ans Laufen zu bringen. Aber ich glaube, auch die vergangenen 4 Jahre haben gezeigt, dass selbst mit diesem bestehenden Angebot, mit 2 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, das mobile Angebot in unserer Stadt noch nicht ausreicht. Und genau diesem Ansatz der mobilen Straßensozialarbeit mit dem Fokus Wohnungslosigkeit folgt der Antrag. Und das Ziel ist es, dorthin zu gehen, wo die Menschen tatsächlich leben. Ich glaube, alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, wissen auch, wo in Dresden sich wohnungslose Menschen aufhalten. Und wir wollen da zu den Menschen hingehen, das Vertrauen gewinnen, so wie das die soziale Arbeit immer macht, ihnen ein Angebot, ein Hilfsangebot machen und dabei natürlich auch Vorbehalte, die es gegen eine städtische und eine staatliche Unterstützung unter den Menschen gibt, auch abbauen. Alles mit dem Ziel, diese Menschen tatsächlich in unser reguläres Hilfesystem, das ich eingangs beschrieben habe, zu bekommen. Dieser Idee folgt der Antrag und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal einen Dank loswerden an die Stadtverwaltung, an Frau Dr. Kaufmann und das Sozialamt, die in der Beratung des Antrages viele nützliche Hinweise gegeben haben, wie man das sinnvoll noch qualifizieren kann, aber auch einen Dank an die Fraktionen im Sozialausschuss, weil wir haben ja im Sozialausschuss den Ursprungsantrag nochmal komplett ersetzt mit einem etwas anderen Ansatz. Und da auch vielen Dank für die konstruktive Mitarbeit und die gemeinsame Einreichung von Rot-Rot-Grün für diesen Ersetzungsantrag. Der neue Ansatz sieht jetzt vor, wir schaffen in den 3 Beratungsstellen, die wir in der Stadt haben, jeweils eine halbe Stelle für die mobile Arbeit. Und die gehen in ihrem Sozialraum, für den die Beratungsstellen zuständig sind, tatsächlich raus und suchen die Menschen aktiv auf. Ich glaube, dass der neue Ansatz, dadurch, dass diese mobilen Stellen tatsächlich an die Beratungsstellen angekoppelt sind und damit sozusagen auch auf die Ressourcen dieser Beratungsstellen zurückgreifen können, durchaus funktionieren kann. Ganz nach dem Motto, rausgehen, reinlotsen und helfen, sollte das in Kombination mit den vorhandenen Beratungsstellen, denke ich, ganz gut funktionieren. Wir haben in dem Antrag festgeschrieben, dass wir gerne eine Testphase für diesen Ansatz machen wollen, die erstmal bis zum Ende des Jahres 2022 befristet ist. Dann soll evaluiert werden, ob der Ansatz tatsächlich die gewünschten Erfolge bringt.
Und dann werden wir weitersehen, ob das tatsächlich ein richtiger Ansatz für die Regelstruktur ist. Vielleicht noch zum Schluss ein Wort zur Finanzierung. Wir haben in Rücksprache auch mit dem Sozialamt und mit Frau Dr. Kaufmann in dem Antrag vorgesehen, dass wir zur Finanzierung dieser Stellen die Rücklaufmittel aus der Förderung der freien Träger des Sozialamtes nutzen. Wir wissen alle, dass von den Fördergeldern, die wir jährlich beschließen, immer ein Teil wieder zurückfließt, weil das eine oder andere Projekt sich doch nicht umsetzen ließ. Und aus diesen Mitteln, die da zurückkommen, sollen die neuen Angebote finanziert werden, sodass wir auch keine zusätzlichen Haushaltsmittel nutzen müssen und trotzdem zu den Angeboten kommen können. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier gemeinsam im Rat auch weiterhin daran arbeiten, dass so wenig wie möglich Menschen in Dresden auf der Straße leben müssen. Und daher würde ich mich sehr freuen über eine breite Unterstützung für diesen Antrag. Vielen Dank. So, vielen Dank damit für die Einbringung. Wir gehen in die Fraktionsrunde rein. Es beginnen Fraktionsdissidenten. Wird das Wort gewünscht? Herr Schmählich? Nein. Alles gesagt. Freie Wähler das Wort gewünscht? Nein. CDU das Wort gewünscht? Nein. Grüne das Wort gewünscht? Frau Siebenreicher, bitte schön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen im Rat, liebe Zuschauer. Ja, wir stimmen heute über einen Antrag ab, der ganz konkrete Punkte umfasst, um Wohnungslosigkeit auch zukünftig zu vermeiden, beziehungsweise die richtigen Angebote für wohnungslose Menschen zu schaffen. Und ich bin der SPD sehr dankbar für diese Initiative und allen, die im Sozialausschuss daran mitgewirkt haben, vor allem der Fraktion Die Linke auch, dankbar, dass wir hier einen gemeinsamen Ersetzungsantrag mit einigen Ergänzungen hinbekommen haben. Im Beschluss, Herr Treves hat schon ausgeführt, geht es darum, die Menschen besser zu erreichen, die bisher noch keine Hilfe in Anspruch nehmen oder nehmen können. Und das aufsuchende Angebot richtet sich vor allem an wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen, die eben nicht im regulären Hilfesystem ankommen. Ich glaube auch, dass wir eine sehr, sehr gute Infrastruktur in Dresden haben, anders als es vielleicht manchmal dargestellt wird, was die Wohnungslosenhilfe angeht. Wir haben in Dresden Streetwork-Angebote für junge Menschen ausgebaut, wir haben die Sozialarbeit und mobile Angebote der Suchthilfe für Erwachsene. Und wir haben das alles, weil es eben nicht allen gelingt, den Weg von sich aus in die Beratungsstelle zu schaffen. Und deswegen ist es so wichtig, im öffentlichen Raum auf diese Menschen zuzugehen, ins Gespräch zu kommen und Hilfe zu vermitteln. Es gibt eine Vielzahl von geförderten Angeboten der Stadt. Einige wurden schon genannt. Ich möchte aber auch noch mal ergänzen: Tagestreffs, Suppenküchen, Übergangswohnheime mit Schlafplätzen, Unterkünfte für Menschen speziell mit chronischen Abhängigkeitsvorerkrankungen und im Winter auch Angebote mit Notschlafplätzen und auch extra für Frauen seit Kurzem. Aber ich denke auch, wir sind hier nicht fertig. Und unser Beschluss, einen Duschbus auf den Weg zu bringen, ist bis heute von der Verwaltung nicht umgesetzt. Die dafür bereitgestellten Gelder blieben im letzten Haushalt ungenutzt. Deswegen finde ich es besonders wichtig, dass wir mit diesem Beschluss heute zumindest festhalten, dass es Duschmöglichkeiten in sozialen Einrichtungen in jedem, im Stadtgebiet einmal am Tag auf jeden Fall geben soll. Wir machen uns außerdem in Dresden gerade auf den Weg, den Housing First Ansatz umzusetzen. Das heißt, dass wir wohnungslosen Menschen zuerst eine Wohnung geben wollen und dann, wenn diese Wohnung den notwendigen Schutz und die benötigte Ruhe bietet, das Leben wieder besser sortieren zu können und dann auch Probleme anzugehen, die zur Wohnungslosigkeit eventuell geführt haben. Und ich sage das hier auch ganz klar, ich denke, es muss uns als Stadt darum gehen, allen Menschen, die in Wohnungsnot sind oder Obdachlose sind, die passende Hilfe zu vermitteln. Denn das Leben auf der Straße ist hart, es ist oft ein Überlebenskampf und es ist in jedem Falle für die Betroffenen Dauerstress. Bei den Zugängen zu Hilfen gibt es an einigen Stellen dennoch Hürden
Und es zeigen sich auch einige Ungerechtigkeiten, denn oft wird die Hilfe am Rechtsanspruch festgemacht und daher gedacht. Wir alle sind EU-Bürgerinnen und der EU-Binnenarbeitsmarkt steht uns allen offen. Die soziale Absicherung in schwierigen Lebenslagen nicht. Und so kommt es, dass EU-Bürgerinnen auch hier auf der Straße leben, kaum Zugang zu Hilfen bekommen und ja, auch einige wenige Familien, die in ihrem Herkunftsland Ausgrenzung und Diskriminierung erfahren, keinen Zugang zur Schule haben oder keinen Arbeitsplatz finden, hier versuchen, ihren Lebensunterhalt auf der Straße zu erbetteln. Diesen Menschen, allen Menschen in Armut, einen sicheren Schlafplatz zu geben und eine Grundversorgung sicherzustellen, das sind keine Almosen. Und in Notsituationen zu helfen, gebietet die Menschenwürde. Und genau deshalb darf Hilfe in Armut und Not eben nicht an der Herkunft festgemacht werden. Ich möchte zuletzt auch nochmal den vielen Ehrenamtlichen danken, denn Wohnungslosenhilfe lebt genau von diesen Menschen, die in den Nachtcafés helfen, beim Kältebus im Winter Getränke und Essen verteilen oder Spenden sammeln und verteilen. Das Straßenmagazin Trops ist eine Möglichkeit, die Gesichter von wohnungslosen Menschen in Dresden zu sehen und ihre Geschichte zu hören. Denn jede ist anders und Armut hat sehr viele Gesichter. Wohnungslose Menschen individuell zu unterstützen, ohne über sie zu urteilen, das bedeutet wirkliche Hilfe. Und das kann dieser Antrag ein Stück weit voranbringen. Und ich bitte um Zustimmung. Wird AfD-Fraktion das Wort gewünscht? Sieht nicht so aus. Dann Fraktion Die Linke? Nein? Dann SPD-Fraktion hat es ja eingebracht. Dann werden wir FDP-Fraktion nach, wird das Wort gewünscht. Sehe ich auch nicht. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann können wir zur Abstimmung kommen über den federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltung. Ja, keine Nein, 8 Enthaltung, so beschlossen.